Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing hier bei Bens Boxen. Das ist ja schon mal ein bisschen schief gegangen. Live habe ich versucht, Zombicide Green Horde aufzumachen. Hat sich gezeigt, geht live gar nicht so gut, wenn man sich nicht vorbereitet. Also hier nochmal nachgereicht ein Unboxing und das hat sich gelohnt, das Warten, denn ich werde nicht nur schöne Miniaturen aus diesem dicken Ding hier zeigen, sondern ich habe auch ein paar Sonderboxen bekommen für Massive Darkness, ein Hero Pack und die Reptisaurier Enemy Pack und die Rattlings Enemy Pack, das heißt Skaven, Echsenmenschen und ein paar Heroen noch extra. Noch ein paar mehr Miniaturen, die wir heute gemeinsam uns ein bisschen näher betrachten. Aber es soll mit der Hauptattraktion anfangen und zwar Zombicide. Und da gehe ich mal auf den Boden der Tatsachen und drehe den Tisch so ein bisschen. Zombicide Green Horde. Ja, das ist die zweite große Erweiterung und dazu kommt, nachdem ich das gekickstartet habe, noch ein drittes Paket im Juni wahrscheinlich an mit nochmal neuen Helden und Einheiten und Bösewichtern und einem Drachen und solchen schönen Dingen und den ganzen Kickstarter extra Miniaturen. So, wir haben hier ein sehr schönes Artwork wieder und wir haben hier wieder Important. These new Zombicide figures have broken formations and fighting in different positions. Apply this sticker to the side of the box to help their find correct resting piece. Oh, das ist ja lieb. Hier ein Sticker, den ich mir in die Seite kleben darf. Ich frage mich, warum habt ihr mir den nicht an die Seite geklebt? Wahrscheinlich, weil sie keinen professionellen Kleber angestellt hatten. So, dieses übliche kleine Heftchen. Da haben wir natürlich wieder vorne die Übersicht, was ist da alles in der Box. Das will ich mir aber gleich live anschauen. Und ein paar neue Regeln, was bei den untoten Orks zu beachten ist. Und dann hinten natürlich, oh, das ist aber ganz schön viel, neue Regeln, Necromancers. Ich weiß gar nicht, ob das ein Standalone ist. Mal später gucken. Ja, ist natürlich jetzt die amerikanische, also englischsprachige Version. Und da haben wir dann die Quests. 1, 2, 3, ein Tutorial und 10 Quests, wie immer. Wunderbar. Gut. So, da ist schon das Herzstück, die bekannte Miniaturenbox, die ja eigentlich immer so aufgebaut ist, dass die alle ihren Platz haben. Da sind auch schon die Heldenkarten drin und die Marker und so weiter. Die schauen wir uns gleich in Ruhe an, die Miniaturenbox. Dann haben wir hier okay, die Bodenpläne und die Blips, die man rausbrechen kann. Und was ihr seht, das ich noch nicht auf hatte, produziere ich jetzt hier ein bisschen Müll. So, Bodenpläne. Green Horde hat neue Regeln für neue Bodenpläne. Hier haben wir so ein paar bekannte Bodenpläne, wieder sehr schön gemalt. Aber hier zum Beispiel eine Mühle. Ja, Wasser spielt jetzt auf jeden Fall eine Rolle. Wie man sieht, es gibt immer mal wieder Felder, die Wasser beinhalten. Und es gibt, glaube ich, auch diese Hecken. Hier Hecken, ja, also eine neue Art Begrenzung, die man vielleicht als Deckung nehmen kann. Die spielt auch eine Rolle und überall immer mal wieder Wasser. Ich schätze mal, das sind wieder neun. Oh, ein schöner Kohlgarten hier. Kann man auch mal schön zwischendurch ein Kohl futtern. Das sieht auch alles noch sehr unzombifiziert aus. Finde ich gut. Und dann Blips, also auch Hecken zum Hinlegen. Und hier haben wir Stachelfallen en masse und natürlich die üblichen Zombie-Spawn-Punkte und Geheimtüren und Lautstärkenmarker, die man schon vorher in den Spielen gesehen hat. Gut, gut, gut. Dann gibt es hier so zwei Plastikfunkerl. Ich weiß nicht genau, wofür die sind. Aber ich werde es rausfinden, denn das steht ja Gott sei Dank hier vorne drin. Ba, 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 ba. Nee, da steht nicht drin. Die sind anscheinend einfach nur zur Stabilisierung. Das, ja, finde ich gut. Hier ist auch so eine stabile Ecke. Also wahrscheinlich, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Keine Ahnung. Ja,
Es wird seinen berechtigten Sinn haben, aber ich kann ihn nicht ergründen. Ich hätte jetzt nur gedacht, dass ich damit einfach nur das stabilisieren kann, dass das nicht rumrutscht. Das könnte es auch schon gewesen sein. Nicht schlecht. So, was mache ich mit dem Sticker? Den klebe ich mir an die Seite von der Miniaturenbox. Miniaturen. Der eigentliche Grund, warum ich die hier habe und warum diese Art Unboxing überhaupt auf meinem Pen & Paper Kanal ist. Ich finde die Miniaturen einfach sehr gelungen, um damit Pen & Paper Kämpfe in Fantasy darzustellen. Und jetzt habe ich auch noch Orks. Und zwar jede Menge Orks. Das kann man Zombieside halt nicht vorwerfen, dass sie zu wenig Miniaturen haben. Da ist doch schon dieser Aufkleber, den ich da reinkleben soll, drin. Verstehe das eine. Also hier ist, zu viele Hände, hier ist das reingedruckt, sieht man das, was ich laut Aufkleber aufkleben soll. Ich lege den Aufkleber einfach mal rein, falls mir das gedruckt irgendwann mal panten geht. So, hier gibt es fette Orks, es gibt schlanke Orks, es gibt Gobbies, ganz viele kleine Goblins und noch fettere Orks und die sehen alle herrlich aus. Die werde ich hier schön ins Panorama gleich stellen, auf dass ihr sie so seht, wie ich sie gerade sehe. Toll. Und weil es noch nicht genug Orks gibt, gibt es hier noch den Ork-Nekromanten natürlich, da oben der Zauberer und eine fette Ork-Brut. Ein Trebuchet, das ist neu, ja, das Kriegsgerät auf Heldenseite. Und 6 tollkühne Helden, die ich euch auch gleich nochmal näher vorstelle, sowie die passenden Heldenbögen dazu. Auch das nichts Neues, aber trotzdem sehr erfreulich, der Inhalt dieser Box. Genau. Und bevor ich jetzt zu den kleinen Boxen hier komme, die gar nichts mit Massive Darkness so zu tun haben, sondern vorne sieht man nochmal schön die Helden aufgereiht, die jetzt dabei sind, wieder neue Miniaturen für neue Arten von Helden. Ja, Elfzwerg natürlich, so ein Turbanhändler, jemand mit Armbrust, ein fetter Conan der Barbar und eine Dame mit vielen alchemistischen Fläschchen im Gepäck. Die sehen wir uns jetzt gleich an. Vorher will ich trotzdem noch die Kleinigkeiten hier hinter mir aufbauen, damit ich dann alle Miniaturen gleichzeitig abfilmen kann. Das ist Massive Darkness. Da gibt es mittlerweile, ich glaube, 4 solche Zusatzpacken, die einmal 3 Heroen darin enthalten mit allen Karten, die man so braucht. Und ein neues wanderndes Monster. Ich fange jetzt mal an mit dem Heldenpack Noble Warriors vs. the Cockatrix. Also eine Cockatoris, ein, ja, wie nennt man das, ein Hahnendrache, ja, ein Echsenhahnenmonster. Hier haben wir schon mal wieder diese Charakterbögen, die auch in Massive Darkness drin waren, aus Papier. Dann haben wir hier die Heldenkarten und die Monsterkarten und gar nicht so viel, es sind 4 Figürchen und ja, die hätte man auch kleiner verpacken können, aber das macht jetzt so keinen Sinn. Diese 3 Helden, 2 Heldinnen und ein Held, sind also hier schön rein und ein Monster, das ist hier an der Seite. Genau, auch da filmen wir gleich nochmal näher drauf. Okay, also wer neue Heldenfiguren haben will und ein neues wanderndes Monster, der freut sich auf jeden Fall. Ich freue mich ein bisschen mehr über meine ehemaligen Warhammer-Armeen, Hauptarmeen, mittlerweile aber auch verkauft und abgestoßen aus Platz- und Zeitgründen. Reptisaurier, also Echsenmenschen als Gegner in Massive Darkness. Und da sieht man schon hier oben in der Ecke der dicke, oh, da fallen die Karten raus, der fette Reptisaurier, das ist mein wanderndes Monster. Und da unten eine komplette, ja, Armee. Das sind immerhin 22 Miniaturen mit den dazugehörigen Karten, die man fürs Spiel braucht. Sehr schön und ich werde es nicht glauben, aber die Box kostet so viel wie die Heldenbox mit 4 Miniaturen.
Well, vielen Dank an dieser Stelle an den Michael Pines Place, der mir auch hier wieder den günstigsten Preis gemacht hat. Ja, vergleicht im Netz und guckt, womit kann man da so, dass beide Seiten was von haben, rechnen. Und da bin ich doch sehr dankbar. Und das hat nichts mit mir zu tun. Das macht er immer. Red Links. Also, wir werden zu den Skaven. Und auch hier sieht man nicht ganz so prunkvoll oben in der Ecke die Monstrosität, die rumlaufen kann. Wie heißt der denn hier? Boston Minis, Roaming Monster. Ja, also ein Rattling Bully. Also sowas wie ein Rattenogger. Aber, ja, der sieht gar nicht mal so phänomenal aus. Die Rattenviecher an sich, aber schon ganz cool. Und der Schamane mit einem Besen. Genau, den Ratten achten auf Sauberkeit. Auch das sehr schön. Das sind auch eine Menge Figuren. Auch hier 22 Stück drin mit ihren Karten zusammen. Damit kann man doch auf jeden Fall schon was anfangen. Wir schauen uns jetzt mal die Figuren en Detail an. Also jetzt. Immer im Mittelpunkt. Thank you.
Das waren sie auch schon, die neuen Boxen, die ich euch vorstellen wollte. Ich muss sagen, Orks und die neuen Helden gefallen mir sehr gut. Und auch die Echsenmännchen finde ich wunderbar. Das ist, vier Miniaturen, nicht besonders viel und sie sind nett, aber jetzt, mal gucken. Und die Ratten, also da gefallen mir die Echsen tatsächlich besser. Ich werde sie trotzdem einsetzen, ich mag kleine quietschende Ratten auf jeden Fall auch, aber das ist mein Top und die sind nette Zugaben. Ich freue mich, wenn die Erweiterung von Green Horde kommt und die ganzen Kickstarter-Exclusive-Dinge, zum Beispiel die Heldengruppe aus Stranger Things als Fantasy-Helden, das wäre eine schöne Sache. Und mein Kater zerstört gerade wieder die Couch. Hallo! Das war's. Ja, ich bin gerade immer noch ein bisschen privat am Straucheln und habe ein bisschen was zu tun. Aus diesem Grunde entschuldigt, wenn sowohl die geheime Welt der Katzen als auch Aborea nach hinten verschoben wird. Für eine Rezension brauche ich Kopf, da kann ich einfach nur eine Box aufpacken und mich überraschen lassen. Von daher vielen Dank für eure Geduld und Jäger der verlorenen Städte läuft hier noch ein bisschen nebenher. Vom Content gibt es also noch etwas und ich melde mich wieder. Ihr schaut hoffentlich wieder zu. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.